Herzlich willkommen bei Brentenmundorf. Wir leben hier alle auf einem wunderschönen blauen Planeten, der sich in unserem Sonnensystem sich befindet. Aber was wäre, wenn auf einmal unser schöner blauer Planet, also die Erde, plötzlich den vierfachen Durchmesser hätte? Wäre das gut, wäre das schlecht? Man würde denken, es wäre gut, weil wir ja so 7 Milliarden Menschen hier sind, so immer mehr und mehr Platz benötigen, da könnte man eine größere Erde definitiv gebrauchen. Aber das wäre mega falsch, das hätte ganz viele schreckliche Folgen. Wenn man nicht denkt, bei dem vierfachen Durchmesser hätten wir erstmal eine 16-fache Oberfläche, ein 64-faches Volumen. Das wäre erstmal nicht das Problem. Aber das Problem wäre dies. Ein 64-faches Volumen würde bei der gleichen Dichte eine 64-fache Masse bedeuten. Deswegen habe ich hier zwei Berechnungen noch mit eingefügt. Die Masse eines Himmelskörpers oder generell eines Körpers kann man mit der Gleichung m gleich rho mal v berechnen. Also Dichte mal Volumen ergibt die Masse. Haben wir einmal für die Erde im Normalzustand gemacht. Mit dem Volumen, was die Erde beim Durchmesser von 12.700 Kilometer hat. Und mit dem Volumen, was dann die Erde bei dem vierfachen Durchmesser hätte. Haben wir zwei verschiedene Berechnungen. Wenn man das größere Ergebnis mit dem kleineren dividiert, kommt man tatsächlich auf die 64. Und das andere Problem wäre auch dies, dass man dann neben dieser 64-fache Masse noch eine vierfache Schwerkraft hätte. Weil je größer der Radius und die Masse wird, desto größer ist dann die Schwerkraft. Dazu machen wir dann auch noch ein Video, wo ich euch zeige, wie man das ganz genau ausrechnet. Also es hätte wirklich gefährliche Folgen. Also wir könnten uns kaum noch fortbewegen bei der vierfachen Schwerkraft. Die Pflanzen könnten ihr eigenes Gewicht nicht mehr halten. Eigentlich sozusagen wäre das eine komplette Katastrophe. Wir könnten nicht mehr springen. Da könnten selbst die Fußballer, im Fernsehen würde selbst der Ball nicht mehr allzu weit liegen können. Also geht auch alles entgegen der Schwerkraft, wenn man etwas nach oben schießt. Und dazu ist da Kraft erforderlich, wenn man jetzt gegen etwas tretet, sodass es hochfliegt und geht alles entgegen der Schwerkraft. Bei der vierfachen Schwerkraft geht es halt nicht mehr so gut. Wird halt immer schwieriger. Eigentlich sozusagen, wenn man da in ein richtiges Dilemma. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass keiner von euch denkt, dass es gut wäre, wenn die Erde auf einmal größer wäre. Bis später. Tschüss.